So, es ist soweit. Kein guter Morgen. Der Tag der Abreise kommt und diesmal gibt es nicht mal eine Verschwörung gegen mich. Es wird einfach abgereist. Das Wetter ist schön, die Sonne scheint, es ist warm, es ist Sommer, es ist Urlaub und die wollen alle nach Hause. Während Marie hier schon schön im Gange ist, alles einzuräumen und die Kinder hier noch schlafen. Ich glaube, dieses Kind schläft nicht mehr hier. Guten Morgen. Morgen. Ärgere ich mich da ein bisschen drüber, dass wir hier weg wollen. Sollen. Also ich soll. Ich will ja gar nicht. Aber die wollen. Warum wolltet ihr gleich weg noch? Weil wir es gesagt hatten. Ach so. Das ist ein Argument. Weil wir es gesagt hatten. Warte mal. Ich will nächste Woche Millionär sein. Also, das habe ich ja jetzt gesagt. Dann ist das auch nächste Woche so. Willst du auch irgendwas sagen, was du demnächst sein willst oder werden willst oder so? Zu Hause sein. Tschüss. Also das ist ja jetzt nicht Zeitlupe, das ist Originalgeschwindigkeit. Ich glaube es gar nicht, wie müde ich bin. Ihr legt dich hin. Das ist Heuschnupfen, dass ich nicht so gut Luft bekomme. Ja, gibt so eine Sprays, habe ich auch. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ne? Naja, und trotz allem werde ich mal meiner Frau helfen hier beim Aufräumen, beim Abbauen. Na Schnucki, dass du nicht alles alleine machen musst. Guten Morgen, wollen wir jetzt nicht hier frühstücken? Am Strand. Das kann ich jetzt auch nicht verstehen. Ihre Idee, also Maries Idee war das, eben am Strand zu frühstücken. Das ist ja noch so ein kleiner Wermutstropfen dann für die Abreise. Wollen wir doch nicht jetzt? Ja. Okay, dann müssen wir aber auch alles einpacken hier, zusammenpacken und so. Gut. So, die Stühle, die kommen jetzt hier mal in den Kofferraum rein. Die haben wir ja auf der Hinfahrt. Die haben wir ja auf der Hinfahrt im Wohnwagen gehabt, aber die waren in so einer Lücke. Unten drunter, drüber waren die Fahrräder und so. Wenn wir das dann gleich wieder reinschieben, kriegen wir die Stühle am Strand nicht raus. Also kommen die jetzt mal hier rein. Und als nächstes ist das Vorzelt dran. Das muss jetzt weg. Heringsrausziehwerkzeug hier. Und die Kinder packen den Kram auch ein, beziehungsweise das eine Kind hier. Freust du dich, dass es nach Hause geht? Mhm. Na, passt noch was rein? Ach ja, das ist der Tisch hier übrigens. Ja, der ist richtig cool. Ist das nicht schön, wenn die Kinder mithelfen, alles aufzuräumen? Und noch mehr Unterstützung. Jawohl. Und als nächstes kommen die Fahrräder hier an den Fahrradhalter. Oh. Und die Fahrräder sind safe. Safe. Und hier kommen auch schon ein paar Fahrräder rein. Sind schon. Okay. So, das sieht doch schon alles gar nicht schlecht aus hier. Wir sind hier schon ganz gut dabei und jetzt ist das Vorzelt dran. Und wir sind soweit. Es ist alles abgebaut. Und was machen die Jungs hier? Pokémon Go. So, und jetzt kommen diese Teile noch dran hier. Ich weiß gar nicht, wie wir das letzte Mal ohne die Dinger gefahren sind. Ja, das war gefährlich, ne? Nicht gefährlich, aber so sieht man mehr. Ja. Nuki ist jetzt dabei, nochmal die Stützen einzurollen, einzufahren. Ja. Sieht gut. Fast gut aus. Also, soll ich das lieber machen? Ich hab das schon. So, und wir sind raus aus dem Campingplatz. Mit so einem Anhänger irgendwo zu parken ist ja echt nicht einfach, ne? Hier will gerade ein Wohnmobil neben uns los. Okay, ich muss mich ein bisschen umstellen erstmal. Und jetzt nochmal schnell was einkaufen. Und noch ein letztes Mal dänische Süßigkeiten angucken. Kuchen. Und diese ganzen leckeren Sachen, die wir uns nicht holen. Und was gibt's zum Frühstück? Käse, Salami, Brot, Brötchen. Sehr schön. Trinkjoghurt. Ja, das muss aber austrinken, ne? Kühlschrank. Wir haben den Kühlschrank nicht auf 12 Volt gestellt. Ach so. Was gibt's denn warm? Wie viel Grad haben wir? Okay, warm. Und es geht an den Strand mit Wohnwagen hinten dran. Haben wir noch nie gemacht. Nee, ich bin schon gespannt, wie wir gleich da frühstücken werden. Mit Tisch und Stühlen. Am Strand, was wir mehr von den Wohnmobilen gesehen genau, haben. Genau, das war richtig cool. Guck mal, jetzt fahren wir mit unserem welche. Wohnmobil an den Strand. kriegen wir dann noch einen guten Platz, wo wir auch einen Blick aufs Meer haben? Ja, das wird so. Kommt. Aber ich sehe hier schon alle so stehen. Guck mal. Obwohl, da links ist nicht, da ist eine richtig fette Lücke. Cool. Überall fette Lücke. Und es beginnt unser Frühstück am Meer. Ja, Mann! Steig aus! Komm! Und Planänderung, wir wollen weiter ans Wasser. Ja, Mann!
Und jetzt zweiter Anlauf zum Frühstück und direkt am Wasser. In unserem Vorgarten befindet sich die Nordsee. Yeah. Hier wird irgendwie am Handy was gemacht. Und guckt mal die Jungs, wie sie schön helfen hier. Die Stühle werden geholt. Stellst du gleich auf? Und wer sitzt hier schon als allererstes und tut nichts? Du hast mir gesagt, ich soll mich hinsetzen. Ist ja reingefallen. Und wer setzt sich hier hin und tut auch nichts? Du hast gesagt, ich soll mich hinsetzen. Nee, zu dir habe ich das nicht gesagt. Von der Pfahlreihe ein Bild gemacht. Ich fand eigentlich, das sah ganz witzig aus hier. Es ist jetzt 10 nach 10 und hier sind auch noch gar nicht so viele Leute. Aber das wird sich im Laufe des Tages auch wieder ändern. Bloß wir sind ja weg. Hey, habt ihr schon angefangen ohne mich? Wer möchte Brötchen? Ich nehme eins. Ich möchte Brot. Ich möchte auch Brot. Was ist in dem Brot? Also, Brötchen? Sesambrötchen. Brötchen gibt's nichts. Keine Brötchen? Schnucki, Brötchen? Ich möchte auch lieber Brot. Ja, für wen hast du die Brötchen gekauft? Ich hab vielleicht das Brot nicht. Achso. Die leckeren Brötchen sind erstmal auf der Ersatzbank geparkt. Und wir frühstücken. Was gibt's bei dir? Trinkjoghurt. Trinkjoghurt. Und du bist ja auch die Schneidemaschine. Genau. Willst du auch ein Brot haben? Und hier Lidl und Aldi vereint auf einem Tisch. Guten Hunger. Hi. Guten Appetit. Haut rein. Und das war's jetzt mit unserem Frühstück. Die Kinder sind alle weg. Eins ist noch da, weil es sich am Handy festgesaugt hat. Und da ist Phil. Wo willst du hin? Mich sonnen. Was mit Handy? Ist es weg? Und wer den Tisch aufdeckt, muss ihn auch wieder abdecken. Kann das euch dir helfen, Schnucki? Oh, guck mal, hier ist echt Sandsturm, ne? Kann man das sehen? Hier, da, zwischen diesen Wohnwagen, weht da der Sand durch. Und das ist dann die Kehrseite der Medaille. Es ist alles voller Sand. Max liebt ja so gerne Sand. Und der Sand kommt jetzt ins Auto. Nee. Fertig. Ist das vielleicht Sand? Und Frühstück ist alles abgeräumt. Es geht nach Haus. Und noch ein letztes Mal hier quer irgendwo langfahren auf diesem Mega-Strand. Ich hoffe, ich finde hier irgendwo eine Straße und bin nicht im Treibsand nachher verschwunden. Mhm. Kannst du mich lotsen? Ja. Die fahren doch alle quer. Siehst du das da? Also ich würde schon sagen, dass du jetzt rüber, in ne? die Richtung, ja. Und wir müssen wohin nochmal? Wo ist dann unsere Flagge? Da hinten. Mhm. Ja, sind dann schon gleich da raus. Also habt ihr alle alles? Das hoffen wir doch mal. Ich brauche bloß... Das hier alle. Und noch ein letzter Blick auf La Colque hier. Das ist der Campingplatz. Die Ladenzeile. Da waren wir nur gar nicht überall drin, ne? Nee, stimmt. Hier kommen die ganzen Neuen, die alle zum Campen wollen oder nur an den Strand. Und wir fahren nach Hause. Sollen wir da? Was wollen wir da? Nach Hause. Was wollen wir da? Ich auch nicht. Also wir fahren jetzt nach Hause. Und schon wieder werden wir vom Laster überholt. Und schon wieder werden wir überholt. Und auch noch einer vor uns. Wir sind eingekesselt. Und wir sind wieder zu Hause. Freut ihr euch? Ja. Nein. Ich will wieder los. Ich fand am besten den Spielplatz mit der Hüpfburg und die wird ja auch immer abends noch ganz Luft rausgelassen und das war auch immer richtig witzig. Also dass es einen großen Campingladen gibt, weil in Bayern ist ja nicht so groß. Da war ein ganz großer Strand. Ja, also ich fand's cool. Und am besten fand ich die Hüpfburg. Super. Das war super. Ich hab nichts zu erzählen. Ach, das war mir letztes Mal einfach super wunderschön. Ich freue mich auf jede weitere Fahrt damit. Das wird einfach richtig cool. Mein Bett fehlt mir. Mein WLAN fehlt mir. Mein Fernseher fehlt mir. Mein Computer fehlt mir. Mir wurde gerade zugeführt, dass das Christi mir fehlt. Ja, also wollen wir da wieder hin? Ich habe gerade so Nein geflüstert irgendwie. Wer hat hier Nein geflüstert? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.